Schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Ja, nachdem der DAX am Vortag deutliche Verluste verkraften musste, wagte er gestern Nachmittag einen kurzen Erholungsversuch. Zusammen mit einer schwachen Wall Street rutschte der DAX aber schnell wieder deutlich ins Minus. Am Ende ging er dann 1,5% schwächer aus dem Handel. Blicken wir auf den letzten Handelstag dieser Woche und damit nach Frankfurt an die Börse zu Viola Grebe. Schönen guten Morgen. Viola, könnte der DAX heute vielleicht einen neuen Erholungsversuch starten? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht zumindest für den Start danach aus, als wäre jetzt nach dem Ausverkauf erstmal so ein bisschen Erholung angesagt. Also im Moment sieht es danach aus, als würden wir im grünen Bereich tatsächlich in diesen letzten Handelstag starten. Gestern der Ausverkauf an der Wall Street ist weitergegangen. Nach wie vor, was auf die Stimmung drückt, die Angst vor schnelleren, höheren Zinserhöhungen. Also Zinsängste aus den USA und die diversen Handelsstreitigkeiten. Da hat es natürlich nicht so richtig gut gepasst, dass Donald Trump auch noch mal weiter gepoltert hat. Einmal gegen China, aber auch gegen die US-Notenbank Fed. Also kam an der Wall Street alles nicht so gut an. Heute Morgen aber immerhin an den asiatischen Börsen einige grüne Vorzeichen. Da haben wir so ein bisschen ein gemischtes Bild gesehen. Und jetzt wird natürlich sehr abgewartet, denn heute beginnt in den USA die Berichtssaison. Einige Großbanken werden heute vorlegen, also zum Beispiel JP Morgan, Wells Fargo und die Citigroup. Die sind heute dran. Und je nachdem, wie eben dieser Auftakt der Berichtssaison abläuft, das könnte natürlich dann auch wieder ein paar Positivimpulse geben. Lassen wir uns überraschen. Ansonsten haben wir hier auch noch einen Börsengang auf dem Frankfurter Parkett. Knorr-Bremse geht heute an die Börse. Also lassen wir uns überraschen, was der letzte Handelstag bringt. Im Moment sieht es immerhin ganz freundlich aus. Dann vielen Dank, Viola, nach Frankfurt. Das war der Ausblick auf den Handelstag. Weiter geht es natürlich mit der Marktidee. Das ist heute ein DAX-Konzern, und zwar Bayer. Bayer-Aktionäre haben in dieser Woche neue Hoffnung geschöpft. Der US-Prozess um die Schäden von Glyphosat soll neu verhandelt werden. Die Aktie von Bayer, die kletterte daraufhin in einem äußerst schwachen Marktumfeld nach oben. Gestern war Bayer stärkster Wert im DAX. Charttechnisch wird es jetzt spannend. Der Kurs steht vor einer wichtigen Marke. Um welche es sich handelt, erfahren Sie natürlich in einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Ja, wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen, nein, morgen natürlich nicht, am Montag wieder. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.